Wir sprechen über die Dimensionierung einer Wärmepumpe. Also wie groß muss jetzt die Wärmepumpe eigentlich sein, um für mein Haus passend ausgelegt zu sein? Das ist die zentrale Frage. Und grundlegende Dimensionierungstipps werde ich in diesem Video euch auch geben. Und damit herzlich willkommen bei Wärmepumpen von A bis Z. Wir sind beim Buchstaben D angekommen. Die Dimensionierung einer Wärmepumpe ist eines der ersten Planungsschritte, die ich in einem neuen Wärmepumpenprojekt angehe, nachdem ich natürlich die Gebäudeheizlast und die einzelnen Raumheizlasten und die Vorlauftemperatur meines Heizsystems ermittelt habe. Das sind also grundlegende Planungsschritte, die ich als erstes machen muss, bevor ich in die Dimensionierung und Auslegung der Wärmepumpe gehen kann. Ja, was spielt denn bei der Dimensionierung alles eine wichtige Rolle? Wichtig ist erst einmal, eine Wärmepumpe darf ja nicht zu groß gewählt sein, weil sie sonst möglicherweise anfängt zu takten und einem sehr hohen Verschleiß dadurch unterliegt und auch relativ viel Strom beim Takten verbraucht. Zweitens, die Wärmepumpe darf auch nicht zu klein gewählt sein, weil ich dann im Auslegungspunkt meine gewünschte Raumtemperatur möglicherweise nicht erreiche oder mein Heizstab unnötig viel zuheizen muss. Und das ist ja letzten Endes 1:1 Energie, also aus einer Kilowattstunde Strom wird eine Kilowattstunde Wärme und das ist ein sehr teurer Spaß zu heizen. Also muss ich hier genau den richtigen Mittelweg finden. Man sagt daher auch, die Wärmepumpe ist ja die Diva der Heizsysteme. Man muss sich mit Planung und Auslegung, Dimensionierung sehr genau befassen. Ja, wie sollte man denn jetzt eine Wärmepumpe eigentlich richtig dimensionieren? Erst einmal ist es wichtig, dass nicht einfach nur die Heizlast des Gebäudes bestimmt, wie groß die Wärmepumpe ist. Also nur weil ihr jetzt eine 8 kW Gebäudeheizlast habt, dürft ihr euch nicht eine 8 kW Wärmepumpe einbauen. Das wäre falsch. Es gibt verschiedene Dinge, die da berücksichtigt werden müssen. Zum Beispiel die Vorlauftemperatur, die Einsatzgrenzen der Wärmepumpe, der Auslegungspunkt, möglicherweise Sperrzeiten, zusätzliche Aufheizung oder zusätzliche Wärmebedarfe im Haus, die Warmwasserbereitung. Das alles kann zu Zuschlägen führen oder es kann auch sein, dass die Wärmepumpe kleiner werden muss. So, grundsätzlich sollte man eine Wärmepumpe so planen, dass sie bivalent arbeitet und zwar im Idealfall in einem Einfamilienhaus sogar monoenergetisch. Ich gebe euch dafür jetzt direkt ein Beispiel. Ich bin dazu bei mir mal bei uns in der Software in einem Projekt bei Heizreport drin. Ich habe hier jetzt also ein Beispielprojekt mit einer Heizlast, wie ihr hier seht, von 8,5 kW für das ganze Haus. Und ich gehe in unseren Reiter Wärmepumpe. Wir haben ja in unserer Heizreport-Software jetzt auch ein Wärmepumpenplanungsmodul integriert. Und ich zeige euch hier jetzt mal die Grundlagen der Dimensionierung. Als erstes, was ihr jetzt in dieser Grafik hier erkennen könnt, ist hier diese graue Linie. Das ist schon unsere erforderliche Wärmepumpenleistung bei verschiedenen Außentemperaturen. Heißt, auf der einen Seite seht ihr hier vorne die Leistung in kW der Wärmepumpe und auf dem anderen Graphen die Außentemperatur. Zum Beispiel hier im Punkt bei, sagen wir mal, bei 0 Grad seht ihr, haben wir hier eine Gebäudeheizlast oder eine erforderliche Wärmepumpenleistung von 4,95 kW und im Auslegungspunkt bei minus 12 Grad in diesem Projekt von 8,71 kW, was wir hier brauchen. In diesen Berechnungen sind jetzt schon gewisse Zuschläge für die Warmwasserbereitung zum Beispiel mit eingerechnet und wir rechnen mit einer Sperrzeit jetzt von 0 Stunden. Ansonsten würde das auch noch mal zu Zuschlägen führen. Ja, und jetzt wähle ich einfach mal eine Wärmepumpe hier aus und kann euch dazu dann ein paar Grundlagen mal nennen. Ich habe jetzt hier mal eine Ovum-Wärmepumpe als Beispiel, sage auswählen und dann werden mir hier auch schon die Kenndaten der Ovum-Wärmepumpe angezeigt. Wir sehen also jetzt hier, ja, die graue Linie war klar, das war unsere Gebäudekennlinie oder die benötigte Leistung. Die rote Linie, die hier ist, das ist die maximale Leistung, die jetzt diese Ovum AC208P leisten kann. Und die blaue Linie hier unten, das ist die minimale Leistung, die diese Wärmepumpe bringt bei den verschiedenen Außentemperaturen. Da es sich hier um eine Luftwärmepumpe handelt, steigt auch die Leistung der Wärmepumpe bei steigender Quellentemperatur.
Quellentemperatur ist ja letzten Endes die Außentemperatur und deswegen geht hier hinten, gehen die Skalen natürlich nach oben. Wir sehen hier jetzt zusätzlich den sich ergebenden Bivalenzpunkt. Der ist hier ziemlich genau bei minus 5 Grad. Da ist nämlich der Schnittpunkt, an dem unsere Wärmepumpe weniger Leistung hat, als was unser Gebäude benötigt. Bedeutet, ab diesem Auslegungspunkt heizt ein E-Heizstab mit dazu. Das allerdings nur für wenige Stunden im Jahr. Die können wir uns hier auch einmal anzeigen lassen. Diese gelbe Linie zeigt an, wie viele Stunden haben wir eigentlich diese Außentemperaturen. Und tatsächlich ist es bei der Dimensionierung einer Wärmepumpe empfohlen, mit einem gewissen Bivalenzpunkt zu rechnen, wo dann ein zweites Heizsystem, dann ein Heizstab mit zuheizt. Der ideale Bivalenzpunkt liegt bei etwa minus 4 bis minus 7 Grad oder minus 8. So in dem Bereich ist ein sinnvoller Bivalenzpunkt. Es gibt aber noch einen zweiten Punkt, den man mit im Auge behalten sollte. Und das ist der sogenannte unterste Modulationspunkt. Der befindet sich jetzt hier bei 8 Grad. Also hier vorne gibt es dann die Schnittlinie. Das ist der unterste Modulationspunkt. Wie weit kann meine Wärmepumpe runtermodulieren? Und irgendwann ist eben der Punkt erreicht, da hat meine Wärmepumpe mehr Leistung, als wie das Gebäude noch braucht. Und das ist dann hier bei entsprechend 8 Grad Außentemperatur der Fall. Dieser unterste Modulationspunkt sollte im Idealfall bei plus 7 bis plus 10 Grad ungefähr liegen. Alle Temperaturen darüber, da fängt dann nämlich meine Wärmepumpe an, auch mit in diesen Taktbetrieb zu gehen, weil sie einfach nicht weiter runter modulieren kann. Ja, das waren jetzt hier an dieser Stelle ein paar grundlegende Tipps zur Dimensionierung einer Wärmepumpe. Diese Oberfläche, die ich euch gerade gezeigt habe, ist bei uns im Heizreport für Business Accounts freigeschaltet. Es handelt sich dabei gerade noch um eine Beta-Version. In Kürze wird das Ganze auch freigeschaltet werden, dass man das auch als Endkunde bei uns benutzen kann. Ja, das war Wärmepumpen A bis Z, der Buchstabe D. Der nächste Buchstabe ist dann das E. Schreibt bitte in die Kommentare, was ihr zum Buchstaben E gerne wissen wollt. Und dann sprechen wir da beim nächsten Mal drüber. Danke fürs Zuschauen, bis bald und ciao.